Willkommen zu meinem neuen Video und zum Part 2 von Guess the WWE Theme Songs. Ich habe theoretisch von mir aus, ist es vor 10 Sekunden passiert, habe ich Part 1 gemacht und da wusste ich zwei Songs nicht. Von APA, Upper, keine Ahnung, und von Chris Benoit. Gut, war von meiner Zeit. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier läuft. Das war jetzt kein Vorschlag von einem Kumpel, das ist einfach nur so, weil Part 1 habe ich in Part 2 gedacht, ja, passt, mach ich auch. Scheiß drauf und ja, deswegen bin ich gespannt und ich würde sagen, muckemäßig passt der, also Lautstärke, ich würde sagen, let's go, bra, gib mir was hier, ab geht. Vielleicht schaffe ich es jetzt. Vorher waren es zwei falsch, vielleicht schaffe ich es ja jetzt irgendwie. I don't know. Ich hoffe. Ja, wieder das Thema mit den 15 Sekunden, das weiß ich. Das ist nicht das Problem. Okay. Es fängt einfach an, das ist schon mal gut. The Sexy Boy, Shawn Michaels. Dankeschön. Easy. Wenn das nicht Evan Bourne ist. Wenn die Mucke weitergehen würde, ich schaue nicht hin. Das ist Evan Bourne. Das ist Evan Bourne. Der Anfang hat mir auch schon was gesagt. Das, ja. Take. DX. Generation X. Shawn Michaels. Triple H. You better get ready. Einfach noch. Okay. Das ist ja, Kevin Nash, Diesel, wie heißt er noch? Big Sexy Cool? I don't know. Auf jeden Fall er. Oder? Warte. Doch. Nein, es ist Razor Ramon. Ich fick doch meinen Arsch. Ah, wie ist dann Nash Science? Okay, ich habe eins falsch. Okay. Wie ist denn Nash Science? Das ist Freezer. Aber ich habe irgendwie. Ich habe irgendwie zuerst gedacht, es ist Mick Foley oder Nash. Ich war irgendwie voll auf Nash wegen dem automäßigen Ding. Okay, Razor Ramon, gut. Mein Fehler. Aber Mick Foley ist ja auch so. Und wie ist Nash Science? Also dieselmäßig? Kevin Nash? Okay, hätte ich wissen können. Ich muss länger überlegen. Warte, das ist Finn Balor Demon. Das ist der Demon Finn Balor. Eins falsch. Wenn ich drei falsch habe, dann ist nicht. Das sollte Cedric Alexander sein. Ich sage es immer, sollte. Das sollte Cedric Alexander sein. Komm, used to dream in the dark, at home. Ja, ist Cedric. Ich hasse solche Songs, wo die nie was singen, wenn einfach nur die Melodie ist. Was ist denn das schon wieder? Ich sag mal so, safe vor meiner Zeit. Safe vor meiner Zeit. Das kann ich jetzt schon sagen. Warte, ich habe nichts gesehen. Ich habe nur nichts gesehen, was war. Der nächste ist Kevin Owens, das habe ich schon ausgehört. Wer ist das? Ich kann auch irgendwie keine Vermutung sagen, weil das sagt mir gar nichts. Also 0 und 0,0.
Irgendwas für SW vielleicht? Tommy Dreamer. Hardcore Holly! Ne? Was soll ich mit dem anfangen, Mann? Was fange ich mit Hardcore Holly an? Ah, okay, wieder auch zwei falsch. Gut, jetzt darf ich aber keinen dritten mehr verkacken, weil dann ist hier ein Zappenduster. Also, es ist Kevin Owens, wie schon gesagt. Hardcore Holly. Ich hab den Typ noch nie geschaut. Ich kann mit dem nix anfangen. Das ist gleich wie wenn du mir 0815 gegen Dude hier reinholst. Das ist gleich. Gleich wie kann ich mit dem anfangen. Okay. Chris Jericho. Dankeschön. Dass man aber relativ meiner Zeit ist. Finde ich echt gut. Danke. Da könntest du auch das Erneuerungssong machen, könnte ich, das wüsste ich auch. Take Team. Wieder nach meiner Zeit, wieder vor meiner Zeit. Obwohl, die labern so ein Bild oder was? Demolition! Demolition! Oh ja! Aber auch noch war das im Song drin, aber sonst hätte ich es nie gewusst. Sonst hätte ich es nie gewusst, aber Demolition! Oh ja, ja, vor meiner Zeit, was soll ich sagen? Aber geile Mucke. Das ist sowas von Adam Rose. Adam Rose, ja. Was macht die eigentlich jetzt, würde ich gerne wissen. Warte. Weiß ich. Weiß ich und kenne ich. Ty Dillinger. Ja, Ty Dillinger. Also jetzt bei All Elite Sean Spears, aber da war es Ty Dillinger. Aber da hat mir das Ten auch richtig weitergeholfen. Sonst, okay. The Reviver, FTR, The Revolved, was weiß ich, wie die jetzt heißen, aber auf jeden Fall FTR, The Reviver. Obwohl das vor 2 Jahren war, da war es noch The Reviver, weil da war es noch bei WWE. Mein FTR heißen sie jetzt bei All Elite. Das kenne ich, da muss ich gar nicht überlegen, Christian, weil der Song ist so mega. Der Song ist mega, warum den das Ding und dann einfach immer hier. Der Song ist so mega. Wie lange haben wir noch? Ah. Okay. Ah. The Doctor Thugonomics. John Cena. World Life. Word live. Ah, das sieht was? Jetzt sieht man. Nein, jetzt sieht man. Easy Stone Cold Steve Austin, glaube ich. Weil es ist irgendwie ein Remix, glaube ich, aber das ist Stone Cold Steve Austin. Ja, das ist Stone. Doch, ist es. Danke. Weil es gibt auch einen Song, wo keiner labert und keiner rappt und singt oder was auch immer. Okay, das war's. Gott sei Dank. Ja! Der Song ist halt auch so geil von ihm. Also der Song. So, dass ohne herumgesingen und so ist oder la, aber der Song ist geil. Gut. Ich würde sagen, ja, wie war's jetzt? Es war halt gleich wieder wie vorher. Demolition habe ich zum Glück geredet, aber sonst hätte ich 3 falsch. Und nein, nein, bitte nicht, nein. Ja, das war jetzt. War das jetzt einfacher oder war das Folge einfacher? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie war beides relativ. Ja, beides. Aber ich fand es wieder gut, dass sie frühzeitig und jetzt, also
zum Glück nicht so oft, nur zwei beziehungsweise dreimal so ewig weit in der Vergangenheit gemacht haben und nicht so weit zurück, fand ich ja gut. Irgendwie mit 1900, das hast du nicht gesehen. Gut, ja, zwei falsch, einer fast falsch, aber zum Glück hat der Song mich gerettet. Und ja, dann würde ich sagen, das war's von dem Video und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder bei irgendeinem Video. Bis dann, ciao.